Der Landeswettbewerb Salzburg sucht seine familienfreundlichsten Betriebe wird heuer bereits zum 7. Mal durchgeführt. Welche Ziele verfolgen Sie als Familienreferentin damit? Ich bin ja heuer zum ersten Mal erst dabei, aber die Ziele sind ganz klar. Wir wollen die Betriebe vor den Vorhang holen, die wirklich ganz familienfreundlich agieren und durch die Best-Practice-Beispiele, die diese Betriebe liefern, einfach andere reizen und anregen, mitzumachen. Es geht da nämlich oft um ganz kleine Sachen, die sehr große Wirkung haben. Wie wird in Ihrem Betrieb Familienfreundlichkeit gelebt? Die Familienfreundlichkeit wird bei uns sehr individuell gelebt. Wir sind ein relativ kleines Unternehmen und da haben wir auch die Möglichkeiten, das individuell zu gestalten. Das äußert sich in flexiblen Arbeitszeiten, dass wir für jede Mitarbeiterin, für jeden Mitarbeiter ein eigenes Arbeitszeitmodell haben, sodass sie sich wirklich auf die Familie, auf die Kinder einstellen können. Also wenn der Kindergarten zum Beispiel etwas später anfängt und die Mutter im Stau stehen würde, dann fängt sie ganz einfach eine halbe Stunde später an. Aber auch natürlich zu pflegende ältere Leute, die Eltern, die immer mehr pflegebedürftiger werden. Da ist es auch wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter darum kümmern können. Und da gehen wir immer wieder individuell drauf ein und schauen,